Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister. Ja, wenn wir heute diese Änderung in der Transparenzdatenbank vornehmen, so werden wir dies unterstützen. Das darf ich einmal an den Anfang stellen, weil bei Corona sich ja von Anfang an gezeigt hat, um was es geht. Dass die ÖVP überall die Finger im Spiel hat und dass genau nichts transparent ist. Und deswegen ist es gut. Und wenn es der Kollege Auer jetzt meint, ja, die Corona-Hilfen wären treffsicher, dann kann ich zustimmen, was die ÖVP anbelangt, weil das hat sie auch beim MPO-Fonds erfolgreich bewiesen. Ja, wenn wir uns einmal an das Jahr 2020 zurückerinnern, und da waren wir einerseits immer seitens der Freiheitlichen vor der Aufhebung sämtlicher Maßnahmen. Da habt ihr euch mit eurem grünen Anhängsel vehement dagegen ausgesprochen, sondern es muss nur verschärft werden und verschärft werden, bis ein Tiroler draufgekommen ist, der im Nationalrat sitzt und den ein paar Seilbahnen kennt. Der hat gesagt, nichts da mit Aufhebung, sondern nichts da mit Verschärfung der Maßnahmen, wir heben es aus und die Seilbahnen öffnen. Das ist genau die ÖVP-Manier, wenn es darum geht, abzucashen. Und es ist genau die ÖVP-Manier in Rheinkultur, wenn es um die Tests gegangen ist, wenn es um die Schutzbekleidung gegangen ist, da wissen wir auch, wer daran verdient hat. Und dasselbe Spiel hat ja auch bei der Ausschreibung der Impfstraßen und der Teststraßen entsprechend auch stattgefunden. Und wenn wir wieder nach Tirol schauen, dann wissen wir, dass wir dort hunderttausende Tests gehabt haben, die zig Millionen Euro gekostet haben und die dann von einem Unternehmen durchgeführt worden sind, das nicht einmal die Berechtigung dazu gehabt hat. Und dasselbe hat sich abgespielt bei einem Corona-Schultest. Auch da koste es, was es wolle. Da war sogar das Bildungsministerium dann verurteilt zu 850.000 Euro an Strafzahlungen, weil die Ausschreibungen unrechtmäßig waren. Und jetzt geht die ÖVP her und beantragt gemeinsam mit ihren grünen Partnern eine Änderung des Transparenzgesetzes. Also da muss man ja wirklich sagen, der Zugang ist ja völlig in Ordnung, aber es ist eigentlich der Treppenwitz in der zweijährigen Corona-Geschichte. Ja, weil wir natürlich auch dabei sind, dass offengelegt wird, entsprechend auch, vor allem wenn es um den MPO-Fonds geht. Weil wenn man sich das anschaut, was hier stattgefunden hat, da war wieder die ÖVP an erster Stelle, wenn es darum gegangen ist, abzuräumen. Ja, 2,5 Millionen Euro an ÖVP-neue Organisationen allein. Der Seniorenbund in Oberösterreich hat 2 Millionen abkassiert. 817.000 an die Jugendorganisation in Tirol. Ja, es war die ÖVP nicht nur dabei, sondern stets mittendrin, während tausende ehrenamtliche Vereine in ganz Österreich ein paar Almosen bekommen haben. Und deswegen braucht auch Österreich einen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, weil eben die ÖVP nicht kein Korruptionsproblem hat, so wie der Mr. 100% Nehammer gesagt hat, sondern weil die ÖVP kein Problem mit Korruption hat. Und dass die SPÖ heute nicht dabei ist und diese Transparenz nicht mitbeschließt, wird schon vielleicht einen Teil damit zu tun haben, was der Kollege Obrecht ausgeführt hat, aber es wird vielleicht auch einen Teil damit zu tun haben, dass auch an die Kinderfreunde 164.000 Euro geflossen sind, beziehungsweise an SPÖ-nahe Organisationen. Und da sieht man, und bitte nicht zu sagen, auch weil du hast immer, die Kinderfreunde haben ja mit der SPÖ nichts zu tun. Das ist ungefähr so, als wenn man die ÖVP jetzt sagen wird, der Seniorenbund hat mit der ÖVP nichts zu tun. Das ist einfach nur lächerlich. Aber man sieht, dass eines in unserem Staat noch immer funktioniert. Wenn es ums Abkassieren geht, dann ist SPÖ und ÖVP dabei und sie sind sich auch einig. Und deswegen ist es wichtig, dass aus diesem ganzen Korruptionssumpf auch alles ans Tageslicht gekommen kommt und auch in den letzten zwei Jahren das Geld, das hier entsprechend geflossen ist, auch entsprechend dokumentiert wird. Ja, wir können einmal davon ausgehen, ja, Herr Kollege Kornhäusl, ich weiß, ihr wolltet zu uns ein Haxel stellen mit dem Iwitzer Untersuchungsausschuss. Nur, weißt du, wer anderen eine Grube gräbt, fällt oft selbst hinein und das ist euch passiert. Und ja, wenn heute von der KOFAG gesprochen wird, da darf ich auch eines sagen.
die ist nur aus einem einzigen Grund installiert worden, das wissen wir auch alle. Da ist es nicht darum gegangen, alles transparent durchzuführen, sondern man hat eine politische Spielwiese für Schwarz und Grün gebraucht und deswegen hat man es nicht über das Finanzministerium entsprechend und über die Finanzämter abgewickelt, weil es ihm immer darum geht, in erster Linie muss irgendwas, was installiert wird, der ÖVP nutzen, die Menschen und die Unternehmen sind da nachrangig und daher haben wir auch heute so eine prekäre Situation für viele Unternehmen in unserem Land, für die Menschen in unserem Land und das ist halt nicht der freiheitliche Zugang, aber es ist der Zugang der ÖVP, aber ihr fahrt ja auch die Resultate entsprechend ein, wie man bei der vergangenen Wahl in Tirol gesehen hat.